Schlauchbootsbosses. Heute sind wir auf dem Weg nach St. Peter-Ording und wollen ein bisschen in die Nordsee hüpfen. Wir sind früh losgefahren heute Morgen. Wenn wir Glück haben, treffen wir noch unsere Freundin Jana. Der Hund ist dabei. Janne ist dabei. Und dann gucken wir das mal an. Gucken wir uns das mal an. Oh, und wir haben gerade eben das erste Mal, wir fahren die Strecke super oft und wir haben gerade eben ein Reh auf der Autobahn oder an der Autobahn stehen sehen, vor dem Zaun, und das konnte nicht zurück. Wir haben das im Radio durchgegeben. Dann gucken wir gleich mal, was der Wind macht und die Wellen. Oh, Dithmarschen, das Land der Windräder. Moin Moin! Moin! Ja! Sieht gut aus. Der für Sie? Vielen Dank! Ciao! Wir sind jetzt wieder zurück vom Wasser. Eigentlich war es ein ganz guter Tag auf dem Wasser. Janne wurde jetzt im letzten Moment noch der Kite von einem anderen Kitefahrer vom Himmel geholt. Also ist mit seinem Kite in ihren Kite reingeflogen. Da kommt sie gerade. Also solche Sachen passieren auf dem Wasser. Schade. Janne geht's gut. Material ist heile. Material ist da. Jetzt werden wir gleich mal, denke ich, einen langen Spaziergang mit dem Hund machen. Ein bisschen Mittagessen. Guten Morgen, was war da denn los? Bäcker. Ach so, oh ja, jetzt riech's. guten Morgen, Bosses. Wir sind einfach nur noch ins Bett gegangen. Vloggen ist ein bisschen schwer, wenn es die ganze Zeit regnet und stürmt. Erstens hört man nichts über das Mikrofon und zweitens wird die Kamera halt nass. Und irgendwie konnten wir gestern nichts mehr machen, wir haben nur noch einen Schlafplatz gesucht. Vorzügliche Pommes gegessen und mit unserer Freundin Jana noch ein bisschen gequatscht und sind dann ins Bett gegangen. Jan hat auch super geschlafen, hat sie gesagt. Der Hund sowieso. Wir haben Glück. Es ist immer noch Wind und die Sonne scheint. Also gucken wir uns das gleich mal an und frühstücken erstmal da. Ja. Okay, alles klar. Danke. Willkommen beim Wetterkanal. Albert, ich habe unseren Spaziergang verschoben, weil, wie ihr es vielleicht hört, es wieder super doll regnet. Frühstück. Wir frühstücken jetzt erstmal. Ist jetzt gerade weniger geworden. Gehen wir mit dem Hund spazieren und dann gehen wir runter aufs Wasser. Wir
Wir waren jetzt ungefähr 2 Stunden auf dem Wasser. Jana und Mareike sind auch noch dazugekommen. Auf dem Wasser war Regen und Sonne und sonst die ganze Zeit Regen. Und jetzt scheint für 5 Minuten mal die Sonne, aber die nächste Regenfront wartet schon auf uns. Der Hund kriegt auch ein paar Sonnenstrahlen ab. Da unser Bus ja eine alte Dame ist, kriegt unser Bus jetzt eine Autowäsche und wird ein bisschen aufgerüscht und eine Unterbodenwäsche. Das machen wir gleich. Freut der Bus sich, dankt er uns, weil der Bus ist ja schon alt. Und der alte Bus freut sich, wenn er ein bisschen gepflegt wird, vor allen Dingen untenrum. Weil insgesamt 10 Minuten am Tag die Sonne schien. Jetzt fahren wir wieder zurück nach Hamburg.